bedeutet der Sieg? 3 Punkte, ich meine, sehr ausgeglichen, hat man auch gesehen. Sporting überraschend 2-0 gewonnen jetzt gegen Tottenham, und jetzt ist auch Tottenham unter Zugzwang bei uns, und deswegen, das ist eine sehr, sehr heiße Gruppe, aber wir wollen dieses Selbstvertrauen jetzt auch für Samstag mitnehmen, und dann haben wir schöne Aufgaben nach der Länderspielpause. Ich glaube, wir hatten dann die ein, zwei Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen, haben jetzt trotzdem nicht genutzt, und dann wird es am Schluss nochmal eng, aber wir haben alles reingehauen, und am Schluss ist es dann wieder so eine magische Europanacht geworden für uns, und wir sind sehr, sehr stolz und glücklich über den ersten Sieg. Ich muss auch mal nachfragen, wie habt ihr das auf den Platz wahrgenommen? Ja, es war schon hitzig, aber man kann es ja nicht mehr beeinflussen auf dem Spiel, und wir haben uns wirklich da gesagt, fokussieren wir uns auf dieses Spiel, nehmen wir diese Energie einfach ins Spiel mit, und ich denke eben, wir waren sehr fokussiert das ganze Spiel über, und haben uns eigentlich auch nicht davon beeinflussen lassen, was eigentlich sehr für unsere Abgeklärtheit anspricht. Ja, ich habe es gerade auch schon kurz erwähnt gehabt. Ich glaube, für uns war es wichtig, einfach mal 3 Punkte zu holen. Wir hätten natürlich gerne das erste Spiel zu Hause gewonnen, vor eigener Kulisse. Das ist uns nicht gelungen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es heute auch ein hartes Spiel für uns. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Hatten die eine oder andere Torchance, die wir hätten vielleicht noch besser nutzen können, um es ein bisschen besser noch machen zu können. Nichtsdestotrotz, hier kein Gegentor zu bekommen, zu kämpfen bis zur letzten Minute, 3. Spiel in 6 Tagen. Also das war sehr gut heute. Wie schwer war das körperlich? Ja, natürlich, wir wussten, dass es ein heißes Spiel wird. Also man hat es ja gesehen, unglaubliche Kulisse hier, ganz schwierig zu spielen. Wir hatten natürlich viel Ballbesitz, haben viel Druck gemacht, und gerade deshalb war es für uns ein wichtiger Sieg hier. Einfach zu kämpfen, auch bis zur letzten Minute ein Tor in der ersten Halbzeit zu schießen. Also das hat uns alles ganz gut getan. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war das 3. Spiel in 6 Tagen, und deswegen haben wir das heute sehr gut gemacht. Genau, ja.